Entweder warte ich jetzt auf eine neue Waffe. Das sind noch 134 Gold. 138 gleich. Oder ich kaufe mir jetzt ein besseres Schild oder so. Weil ich glaube, ich warte auf eine Waffe. Weil die Waffen halt doch am meisten bringen. So. Damit gehe ich jetzt einkaufen. Ether. Tränke? Tränke? Tränke. Ether. Bob's Potion House. Na toll. 5,50. 600. So, Ebene 5, wir kommen. Obwohl ich ja lieber noch vorher Level 10 werden würde, aber egal. Dann gucke ich mal, ob ich jetzt den Gang freischalten kann. Ja, weil es gibt ja auf wie allen 5 Ebenen quasi nochmal so einen dritten Ein- bzw. Ausgang, der einen dann hier wieder ins Dorf zurückbringt. Dann kann man ihn auch nutzen, um dann in der jeweiligen Ebene anzufangen. Dann kann ich ab da in Ebene 5 rein. Daher lohnt sich das doch. Oh nein, schwerer Kampf ist schwer nicht. Auf diesen Schock hin, dass ich jetzt von einem Ork angegriffen wurde, kann ich mich leider nicht mehr zurückhalten und muss jetzt erstmal einen Keks essen. Oh. Ach, oh. Ach ja. Nee. Kennt ihr eigentlich Evasion? Nein, wie heißt denn der Mist jetzt? Swedish Mealtime. Irgendwas. Swedish Mealtime? Irgendwas, bla. Gebt das einfach mal bei YouTube ein. Swedish Mealtime. Die Jungs sind genial, finde ich. Ich will nicht zu viel verraten, aber prinzipiell kochen sie. Ja. Die machen eigentlich nichts anderes als zu kochen. Minecraft. Oh, wo war das jetzt? Hier? Oh nein. Minecraft. Okay. Wo ist denn jetzt dies? Da. Oh. Ebene 5 zurechtfinde. Und ab Ebene 6 ist es dann auch so ziemlich blind. Ich bin nur am Anfang kurz rumgerannt und habe noch den vermeintlichen Eingang zum Green Dragon Lair. Also zum grünen Drachenhort gefunden, aber naja, habe mich
nicht reingetraut. Die Gegner aber ab da waren schon schlimm genug. Ich glaube, hier war eine Sackgasse. Ja. Red Ooze. Oder, nee, Red Otze. Genau, Red Otze. Und sie sieht schon, überleben uns, sie geben 7 Gold. Ist das nicht schön? 7 ganze Goldstücke. Ich kann mir auch nichts Schöneres als 7 ganze Goldstücke vorstellen. Okay, wo ging... Da war eine... Oder ist eine Truhe... A Living Armor. Oh, er kann Defense Spell. Ja. Warum nicht? Bringt sogar was. Hilfe. Aber sie geben dafür auch 8 Gold. Mhm. Okay. Arrow Trap. Ist das jetzt... Moment. Ja! Geth banished the magical barrier from within. Damit sind wir in der Stadt. Dann will ich mir nochmal eben Level 10 holen. Noch übernachten und... Level 10. Wieder alles um 1 geschieden. Ich brauche schon wieder nur 161 für ein Level Up. Das geht jetzt einfach so unglaublich schnell. Das ist schon nicht mehr feierlich. Das finde ich, das habe ich glaube ich schon mal irgendwann bemängelt, dass die XP-Kurve beim 2003er irgendwie der letzte Rotz ist. Beim 2000er finde ich sie sogar besser. Aber beim 2003er ist die einfach nur total bescheuert. Man braucht halt quasi immer das, was man vor Level davor brauchte, plus einen festen Wert mehr. Also in diesem Fall ist es, glaube ich, jedes Mal 20 mehr. Man brauchte 30 für Level 2, dann brauchte man 80, also 30 plus 20 gleich 50 für Level 3, dann glaube ich 150, 50 plus 20 gleich 70, 80 plus 70 gleich 150. Dann 90, dann 110, 130, ihr merkt schon, es ist nicht viel. So, I found a treasure chest, the cloth armor! Ja, der bringt mir jetzt natürlich noch total viel. Kann ich verkaufen, gibt 50 immerhin. Hab ich beide eine Waffe. Deadly Monster! Wow! Könnte sogar gut sein, dass ich mit der neuen Waffe vielleicht auch schon hier einige Gegner one-hitten könnte. Mal schauen. Oh, Giant Snake. Mit, ich glaube, 20 HP. Wenn ich mir jetzt nicht völlig verhaue. Ich weiß nur, dass ich mich hier nicht zurechtfinde. Und es auch nie mich zurechtgefunden habe irgendwie. Geh ich nach. Naja, nimm mir mein Schwert weg, du Sau. Ach, Offensive Spell kannst du auch. Okay, kannst du halt Defense und Offensive Spell. Aber ich töte dich trotzdem. Okay, ohne Waffe töte ich mit 3 Angriffen. Ach, sogar 7 Schaden, das ist ja furchtbar. Na, immerhin drum 7 Items. Ich habe da so eine ganz dumme Vermutung. Es steht da zwar minus Death, aber ich habe es, glaube ich, schon mal in irgendeinem Let's Play erwähnt. Der 2003er hat Death und Intelligenz vertauscht. Ich habe die Befürchtung, dass er, weil ich nur 3 Schaden genommen habe, was eigentlich sein dürfte. Naja, dass er halt, also dass er halt im Maker selber angekreuzt hat, dass
Verteidigung reduziert werden soll, aber am Defense-Bell schön. Aber dass halt jetzt die Intelligenz reduziert wird und naja. Oh, das kann doch nicht so schwer sein, die noch zu treffen. Danke. Na. Ist jetzt aus der Wand rausgekommen? Wo ist der dämliche Teddybär? Ist hier irgendwo, das weiß ich genau. Oh nee. Thou hast found a teddy bear whilst adventuring within the dungeon. Mayhap someone hath lost it. Oh ja. Das war Mr. Smeakol. Smeakol, Smeakol. Ich habe seinen Namen vergessen. Aus Ebene 4. Den wir das natürlich noch bringen werden. Nachdem ich hier den geheimen Schatz gefunden habe, der irgendwo ist. Oh, du kannst vergiften. Ich hasse dich so sehr. Ich habe keine Lust, jetzt rauszugehen. Im Kreis? Ich laufe im Kreis. Ne? Mal eben nachgucken. Sieht nach Kreis aus. Ist irgendwo ist eine Sackgasse. Das habe ich auch leider Gottes im Maker gesehen. Irgendwo ist eine Sackgasse und da kann man noch weiter in irgendeine Richtung. Erstmal die Gegner tot machen. Ich laufe so unglaublich schnell. Solange es noch Gegner gibt, ist die Welt noch dort. Wenn sie ja nicht vergiftet ist, ist die Welt noch viel schöner.